Orient trifft Okzident. Die Zahl der Muslime in Deutschland steigt. Das Bedürfnis nach Dialog auch. Einer, der sich dafür einsetzt, ist Erdoğan Karakaya, Referent bei der Eugen-Bieser-Stiftung in München. Wir können uns nicht verschließen in einer tatsächlich sehr globalisierenden Welt und wo jeder teilweise kosmopolitisch ist, nicht interkulturelle Kompetenzen und religiöse Kompetenzen zu haben. An diesem Morgen erwartet er zwei junge Frauen, die sich in verschiedenen Jugendgruppen für den interreligiösen Dialog engagieren. Sie möchten mit der Stiftung zusammenarbeiten. Karakaya und seine Kollegen bieten unter anderem Seminare und Workshops an, auch für Schüler. Dafür interessieren sich Katharina Thalhammer und Yasemin Oos. Der katholische Theologe Martin Turner stellt ihnen die Arbeit der Stiftung vor. Ein Ziel ist es, Vorurteile durch Wissen zu ersetzen. Ein Anliegen, das Yasemin Oos wichtig ist. Als Muslimin wird man im Alltag oft auf die Religion angesprochen, weil der Islam einfach so negativ dargestellt wird in den Medien. Also es gibt viel mehr negative Berichterstattung als positive und dadurch wird dann eben dieses negative Bild auch einfach transportiert. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, als Muslimin selbst zu zeigen, hey, wir sind nicht alle Terroristen, wir sind friedlich. Und deswegen ist der interkulturelle Dialog wichtig, um Vorurteile abzubauen, Ängste abzubauen, wie es ja eben immer so heißt. Und für mich ist es natürlich auch ganz wichtig, ich kann ja selbst was mitnehmen. Es ist eine Bereicherung für mich selbst. So geht es auch Katharina Thalhammer. Die Protestantin möchte gern mehr über andere Religionen erfahren. Der Islam interessiert sie besonders. Mich interessiert es einfach zu wissen oder dann zu verstehen, wie die andere Religion ist. Also Wertvorstellungen oder warum in der Früh schon beten oder warum Ramadan. Also einfach so die Hintergrundinfos zu erfassen, warum manche Sachen passieren. Einiges davon kann sie sich jetzt selbst anlesen. Denn die Eugen-Bieser-Stiftung hat 2013 ein Lexikon des Dialogs herausgegeben. Das Nachschlagewerk erklärt zum Beispiel, wie Religionsfreiheit in Islam und Christentum zu verstehen ist. 8 Jahre lang haben christliche und muslimische Theologen daran gearbeitet. Einer davon war Martin Turner. Dieses Werk ist das erste seiner Art und es soll es ermöglichen, den Dialog auf ganz verschiedenen Ebenen, auf der wissenschaftlichen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen, auf der politischen und auf der sozialen Ebene weiterzuführen. Und das ist ganz im Sinne des Theologen Eugen Biesers, dem sich die Stiftung verpflichtet fühlt. Er glaubte an ein gelingendes Miteinander der Religionen. Erdoğan Karakaya und seine Kollegen tun das auch.